Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, mit dem Eckpunktepapier der Landesregierung zur Umwandlung der Universität zu Lübeck in eine Stiftungsuniversität wird dem lang gehegten Wunsch der Universität zu Lübeck Rechnung getragen. Und ich empfinde es als positives und starkes Signal, dass diese wichtige Initiative eine breite Mehrheit in diesem Hohen Haus findet. Die FDP hat sich, wie Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen, wissen, bereits in der Vergangenheit dafür ausgesprochen, dass wir der Universität zu Lübeck diese Option ermöglichen wollen. Und es macht mich stolz und froh, dass wir heute nun zu einem breiten Konsens kommen und die Universität zu Lübeck den Weg in eine Stiftungsuniversität gehen kann. Warum haben wir Liberale uns bereits in der Vergangenheit dafür ausgesprochen und warum wurde es auch Bestandteil des Koalitionsvertrages zwischen CDU und FDP? Mit dem niedersächsischen Modell einer öffentlichen rechtlichen Zuwendungsstiftung, das dem Eckpunktepapier zugrunde liegt, wird der Hochschule ermöglicht, dass sie auch weiterhin Landesförderung erhält. Im Gegensatz zu heute jedoch zusätzliche Gelder von Dritten, wie beispielsweise von Privatpersonen, erhalten kann. Dies soll nicht mit der Landesfinanzierung gegengerechnet werden oder verrechnet werden, sondern dient der Verbesserung der finanziellen Situation von Forschung und Lehre vor Ort. Als FDP-Fraktion unterstützen wir eine starke Autonomie der Hochschulen. Mit dem Modell der Stiftungsuniversität erreichen wir genau diese besondere Form in Lübeck. Die Universität erhält eine starke Finanzautonomie und gleichzeitig die Dienstherrenfähigkeit. Auch die Gremienstrukturen einer allgemeinen Hochschule werden sich in einer Stiftungsuniversität widerspiegeln. Dass die Strukturen einer Stiftungsuniversität positiv für alle zu einer größeren Autonomie der Hochschule führt, belegt bereits der CAE-Bericht aus dem Jahr 2008, der die Modelle der Stiftungsuniversitäten geprüft hat. Liebe Kolleginnen und Kollegen, dass das Modell einer Stiftungsuniversität gerade in Lübeck Aussicht auf Erfolg haben wird, davon bin ich überzeugt. Heute schon gibt es in Lübeck ein ausgesprochen gutes Stiftungswesen. Die Bürgerinnen und Bürger der Stadt identifizieren sich mit ihrer Hochschule und auch die Studierenden und die ehemaligen Studierenden der Lübecker Universität hegen eine enge Verbindung zu ihrer Hochschule. All dies sind sehr gute Voraussetzungen, damit wir den Hochschulstandort in Lübeck nachhaltig stärken können. Das Schreckgespenst, das gerne gezeichnet wird, dass mit der Umwandlung gleichzeitig auch Studiengebühren eingeführt werden, wollen wir heute in dem gemeinsamen Antrag von CDU, FDP und Grünen nochmal entkräften. Vergangene Woche haben wir bereits die hochschulpolitischen Sprecher des Hauses gemeinsam auf der Podiumsdiskussion an der Universität zu Lübeck haben wir dieses getan, wir haben dieses entkräftet. Doch manchmal sind da Worte vielleicht nicht genug gewechselt und so wollen wir dies auch heute nochmal schriftlich dokumentieren in unserem Abstimmungsverhalten hier im Plenum. Eine öffentlich-rechtliche Zuwendungsstiftung heißt nicht, dass die Universität zu Lübeck privatisiert wird, wie wir auch heute wieder von der Fraktion Die Linke gern irreführend auch dieses hier behauptet würde. Herr Thorü, ich empfehle Ihnen, sich mit den unterschiedlichen Modellen einer Stiftungsuniversität einmal auseinanderzusetzen. Vielleicht für die Zeit nach der Legislaturperiode, dann hat er vielleicht ein wenig mehr Zeit. Und da wird er feststellen, dass bei den öffentlich-rechtlichen Zuwendungsstiftungen keine Privatisierung in der von Ihnen genannten Form vollzogen wird. Und Herr Habersaat, es ist bezeichnend, dass Sie und die SPD den Hochschulen eine stärkere finanzielle Autonomie einfach nicht zutrauen. Dieses haben Sie hier in Ihrem Redebeitrag sofern geäußert, dass Sie sagen, wenn es Landesmittel gibt für die Hochschule, muss auch von Landesseite geregelt werden. Sie trauen der Hochschule im Endeffekt mit Ihren Aussagen nicht zu, dass sie dieses auch vor Ort gut kann. Denn vor Ort kann oftmals besser entschieden werden, was für die Hochschule gut ist. Und wie ich jetzt Ihren Äußerungen oder Ihrem Unmut gerade eben entnehmen konnte, scheint es ja nicht so zu sein. Dann, Herr Habersaat, fordere ich Sie natürlich auf, unserem Antrag zuzustimmen, wenn Sie auch für eine starke Finanzautonomie der Hochschulen in Lübeck stehen.
Dankeschön.